So, Endboss. Der Endboss, das spielt sich alles in der Folterkammer ab, auf dieser Plattform. Wir sehen rechts diese Eier, die sollte man kaputt machen. Also als Feldkämpfer sollte man die angreifen, was ich vorstelle, Aoi, damit sie nicht weg, wie meine Kollegin das jetzt hier macht. Der Seitenschuss, Strom, so wie er taucht, immer hieß, ist einfach zum Ausweichen. Irgendwann beginnt mal bei dem Viech in der Mitte der Schwanz zu leuchten. Den müssen wir dann kaputt machen. Haarmilben droppen, das sind im Prinzip Ärzte, könnte man theoretisch vollkommen ignorieren. Weil die relativ schnell kaputt gehen. Seitenschirm heißt die Attacke, oder? Entschuldigung, Sturm. Schirm. Versuchen wir ein bisschen Damage drauf zu machen, dann kommt tödliche Durchbohrung. Das droppt auf dem Boden so ein AOE, so ein Gift-AOE, dann muss man einfach ausweichen und dann ist oben der Giftstachel da. Theoretisch könnte man ihn ignorieren, aber nein, das macht man nicht, weil sonst droppt man immer mehr von den Feldern. Das muss man ja nicht unbedingt haben. Ansonsten einfach weiter Damage auf dem Boden machen und mehr passiert halt auch nicht mehr. Als halt so ein paar Ads droppen. Ding da droppt, explodiert, platzt eine Schote und dann ist er vorbei. Das war die ganze Instanz, einschließlich der Kampf. Ich wünsche viel Spaß damit.